Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und heute spielen wir Bioshock in VR. Ihr habt richtig gehört, wir erkunden Rapture in VR. Half-Life Alyx und die Mod-Community machen es möglich und ich bin gespannt, was uns erwartet. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Half-Life Alyx, beziehungsweise wir spielen Return to Rapture, also Bioshock für Alyx, durch die Community und muss dazu sagen, im Vorfeld, ich denke mal, es wird einige Bugs geben, das möchte ich im Vorfeld schon mal sagen, auch wenn man hier lesen kann, Part 2, denn wir spielen Part 1, Part 2 ist erhältlich. Darf man noch nicht so viel erwarten. Wie gesagt, ich habe mich noch nicht spoilern lassen, aber ich weiß, dass da vielleicht die ein oder anderen Fehler kommen. Aber ich bin trotzdem gespannt. Bioshock in VR war ja schon immer mein Traum. Und Half-Life Alyx hat so viel Möglichkeiten, nicht nur die Engine, nicht nur die Kompatibilität mit Mods von außerhalb. Ich erwarte Großes. Und auch wenn das nur so ein kleines Preview ist, über das, was möglich ist, bin ich hundertprozentig positiv überrascht und ich stürze mich jetzt auf dieses neue Projekt Bioshock in VR, gesponsert von oder quasi entwickelt für Half-Life Alyx als Mod. Und da steigen wir jetzt ein. Viel Spaß. Schwer, bla bla bla, passt und los. Wer Bioshock gespielt hat, auf dem PC, kennt die Szene im Flugzeug. Ich will nicht viel spoilern, weil ich denke mal, es gibt auch den einen oder anderen, die das noch nicht gespielt haben. Aber die Szene ist prädestiniert für Bioshock. Warum oder wie wir überhaupt zu Rapture gekommen sind? Gut, ich muss ehrlich zugeben, ich habe Bioshock selber nicht durchgespielt. Nicht weit gespielt. Könnte ich jetzt meine Theorien auch sagen, ob dieser Flugabsturz quasi gewollt war. Ob da irgendwie jemand seine Hände im Spiel hatte, weiß ich nicht. Könnte ich mir aber vorstellen. Man hat Soundfiles vom Originalen genommen. Okay, kann man sich die Arbeit ersparen. Okay. Master Builder Wim. Oh, jetzt. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Return to Rapture. Bioshock. Allein schon der Auftakt, boah, schert mir Gänsehaut. Das wird richtig gut. Just survive a fucking plane crash. You're the one to do it. Like, you might be asking, who the hell's this? Well, the name's Larry. I figure we can help each other out. If you catch my drift. You stay safe out there. We'll be in touch soon. Mhm. Richtig. Ja. Wir sind im Spiel. Den Turm kennt man auch. Quasi das Anfangsgebiet, bevor es runtergeht, ne? Rapture. Ziemlich dunkel. Wir haben hier ein paar Zellen, die sind mir gleich ins Auge gefallen. It's endless. Where is always... There... Da fehlt ein TH. There is always another tower. Back here again. Ja, back here again. Aber diesmal in VR. Und eine Waffe. Wirf die Munition über deine Schulter. Ja, ja, das kennen wir. Alyx kennen wir in- und auswendig. Wo ich mir oft vorgestellt habe, das nochmal neu zu spielen, vor allem mit den Index-Controllern, die ich jetzt diesmal habe. Können wir nicht hin. Oh, ich bin gespannt. Grafik sieht gut aus, also halt. Alyx halt, Alyx-Grafik. Aber was sie jetzt daraus gemacht haben, das wird jetzt interessant. Wie?
Geht hier nicht auf? Aha. Jo, da hätte man nicht davor stehen dürfen. Oh, das weckt Erinnerungen. Ja. Der, die Modder. Ich gehe mal auf, davon aus, dass es Modder sind, weil ich gelesen habe, es ist ein Team von 8 Leuten. Fuck me, that's a big statue, isn't it? It was from the original founder, Andrew Ryan. He's not among us anymore. Also, are you seeing this? Yeah. Aber es ist witzig, dass sie halt echt die Töne genommen haben und das dann zusammengefädelt haben, dass es dann auch irgendwie vom Kontext passt. Wir haben ja keine neuen Soundaufnahmen zusammengeschnibbelt, sondern einfach die bestehenden genommen. Aber wie gesagt, es ist ein Team von 8 Leuten, wie ich es gelesen habe. Und da sieht man die originale Assets von Bioshock. Da hat man wirklich das Gefühl, da ist jetzt irgendwie nicht sowas zusammengeschustert, sondern man wollte wirklich das Spiel in VR neu aufleben lassen. Den Anfang kann ich ja spoilen, den kennt ja jeder, den Gang nach unten zur Taucherglocke. Okay, Alex, time for you to get into the bathysphere. You're going to like the view. Das ist wahrscheinlich eine extra Tonaufnahme. Man muss nicht wieder an die Steuerung gewöhnen. Plasmide wird es scheinbar auch geben. Will aber eher sagen, Polymere wird es keine geben. Aber gut, das haben sie wahrscheinlich einfach ausgetauscht. Grafik-Assets ausgetauscht. Statt Polymere gibt es dann halt Plasmide. Ja, um einiges, viele Feature. Ich bin gespannt, wie gesagt, ich habe nicht viel gelesen. Und rein in die Taucherglocke. Ha, ja wirklich. Ach so, nee, das ist glaube ich ein Fehler. Da hätte ich rausgucken müssen. And I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose rapture. The artist would not fear the censor, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, rapture can become your city as well. Alex, coming in. Hey, Alex. Oh, there you are. Can you hear me? I'll be ready. Okay. Also gut, ich hätte jetzt erwartet, wie beim normalen Bioshock, dass er auch diese, ja gut, konnte wahrscheinlich nicht umsetzen, diese Kamerafahrt Richtung Rapture. Weil es hat die Spannung so rausgenommen, wenn er sagt so Rapture. Aber gut, man kann nicht alles haben. Aber trotzdem, sehr guter Auftakt. Tür konnten sie natürlich nicht installieren. War wirklich eine Türanimation. Aber wirklich, richtig gut umgesetzt, muss ich sagen. Animationen waren wahrscheinlich einfach nicht möglich. Animation. So Alex, these are the famous Vita chambers. I'll have to configure them to your DNA. Now go back and hack the panel on the side, please. Oh, okay. Wie war denn das nochmal? Ja, genau. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden. Haben wir wieder Minispiele? Ja, die guten alten Minispiele. Easy. Und? Ist jetzt auf? Ah ja, ist jetzt auf. Und hier können wir was? Okay. From now on, when you get your ass smoked, you'll spawn right here. Okay. Also quasi quick safen. Aber wir können natürlich auch normal safen. Sollte möglich sein. Und ja. Also was mir noch aufgefallen ist, man hat einen Big Daddy gesehen.
Also die Assets haben sie auch dazu genommen. Aber ich glaube, ohne Animation, wie gesagt. Erst in Part 2 sind Animationen möglich. Also mit Bewegung und unterschiedliche Gegnertypen. Aber wir schauen uns jetzt das einfach mal an. Musik ist auch nicht vorhanden, nur am Anfang. Wo ist aber es ganz normal, dass da nicht durchgehend Musik kommt. Taschenlampe haben wir natürlich keine. Ich will mir ganz kurz. Welche Modelle sie genommen haben. Ob das jetzt Bioshock-Modelle sind oder. Nee. Das sind jetzt normal. Hallo, siehst du. Normale Fallout 4. Fallout 4. Alex-Modelle. Würde ich jetzt sagen. Oder haben sie die jetzt auch umgeholt? Weil ich kann mich nicht erinnern, dieses Modell jemals bei Alex gesehen zu haben. Könnte sein. Ich bin mir nicht sicher. Sander fucking Cohen. You'd better watch out for this lunatic. Die swearen mir ein bisschen zu arg. Ja, ein Craphead in Riesengröße. Viele Assets vom Bahnhof, ja. Wir haben halt gleich von Anfang unsere Waffe. Ist natürlich ganz genau hier um, was wir hier so finden. Oh, Tonbänder! Sehr cool. Wir haben Tonbänder. Is there blood in the streets? Of course. Cool. Have some chosen to destroy themselves with careless splicing on the Nile. But I will make no proclamations. I will dictate no laws. The great chain moves slowly, but with wisdom. It is our impatience that invites in the parasite of big government. And once you've invited it in, it will never stop feeding on the body of the city. Tonbänder war ja auch immer so Bioshock Feeling. Immer ein Tonband finden, herausfinden, was ist hier eigentlich passiert. Das haben wir hier wieder. Das freut mich sehr. Ja, vieles übernommen. Oh. Wow, eine Blaupause. Eine Blaupause von Little Sister Robotics. Little Sisters waren Roboter? Jetzt habt ihr aber wieder was gesagt. Nee, Little Sisters sind keine Roboter. Das Quatsch jetzt. Das kann nicht sein. Das Quatsch jetzt. Ah, jetzt kommen wir zum dem Teil, wo es das erste Plasmid gab. Ja. So, this is little Timmy's workshop. Throw some junk in and you'll get your precious resin. Okay, aber erst nehmen wir uns hier noch die Waffen. Also doch, Polymere gibt's doch. So, Tutorial. Collect junk and throw it in the above hole to collect your resin. The hole above, oder? Sehe ich das falsch? Ich weiß es nicht. Es ist zum Müllverwerten, glaube ich. Kann man da alles reinwerfen? Weil das ist doch theoretisch auch Schmutz. Nee, das zählt nicht als Schmutz, haben wir hier noch. Das ist doch. Kleber ist Schmutz. Ja. Hier kann man ganz viel Zeug recyceln. Gucken wir mal, ist. Oh, man kann nicht durch die Fenster, okay. Ah, es freut mich immer mehr oder immer wieder. Wow, wow, wow! Wo kommen die jetzt denn her? Die alten Säcke!
Oh, shit! Nein! Oh, ich komme mit der Steuerung nicht klar. Okay, Konzentration. Explodier! Und da kommt niemand, okay. Boah, ich bin ja so vollkommen raus aus Alex. Muss erst mal wieder dran gewöhnen. Ja. Ja, Attention. Oh, hallo. They told me you were going to be a problem. Now I see you're going to live up to your reputation. Well, that's fine by me. I like a good challenge. I'm sure we'll be in touch soon. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Dass auf einmal Combines da sind. Ich bin komplett raus aus Alex. Ich kann es einfach nicht mehr. Ich muss echt mal wieder reinkommen. Es tut gut, mal wieder in Alex Fuß zu fassen. Müll. Gut, aber ich laufe jetzt nicht tausendmal. Oh, die küssen sich. Tausendmal hoch und runter, nur um jetzt hier auf hier umweltfreundlicher zu machen. Dafür ist es mir jetzt auch nicht wert. Aber 10 Flaschen als Müll. Was machen wir jetzt noch? Toll! Ernsthaft? Ihr habt die jetzt richtig cool gekillt. Das habt ihr jetzt aber nicht gesehen, weil ich es einfach skippen wollte. Deswegen, never mind, wir gehen jetzt da durch. Kein Platz für dich. Küssen tun sie sich heute diesmal nicht mehr. Nehmen wir die mit? Ich weiß nicht, nein, sei nicht so gierig. Süß! Blaue irgendwas Pilze. I'm really not liking the vibes in this tunnel. You better move on. Okay, keine Jumpscares. Oh, das Flugzeug. Oh. Oh Gott! Dieses Geräusch kam nicht von mir. Oh, Dreck. Oh, was war das? Das war nix. Na, komm. Komm zu Papi. Das war echt schlau, Alex. Richtig schlau. Lachst du mich etwa aus? Der kann Waffen tragen. Seit wann können die Waffen tragen? Boah, der kann Waffen tragen. Werfen. Ja, was aber nicht die berüchtigte
Brechstange von Gordon Freeman. Ist er nicht, ist er nicht. Oh, Dreck. Combine. Be careful. They didn't see you yet. Geht doch. Ich werde immer besser. Ah, die Szene kennen wir auch. Nur zu gut. Immer nachchecken, ob es auch wirklich dead ist. Und weiß ja nie. Oh, ich sehe es, komm, Munition wird wieder rar. Das ist doch der Junk-Dingens. Brauchen wir's? Ja. Kennen wir uns hier eigentlich? Der Vita-Chamber, ist der nur um, Energie aufzunehmen? Ernsthaft? Das kannst du doch nicht machen! Ich konnte eine Katze töten. Beatrice. Oh Mann. Zamol. Gut. Gerade noch so geschafft. Mal kurz gucken, ob wir uns hier. Ne, heilen tut's nicht. Wie, da war nichts drin. Ah, doch. Heilen tut es nicht, so ein reiner Checkpoint. Aber na gut. Weiter geht's. Also jetzt bin ich, bis jetzt bin ich echt positiv überrascht. Klar, ein bisschen unrealistisch, dass hier Combines hier rumlaufen. In Rapture. Aber ich glaube, gelesen zu haben. Oh. Oh, Dreck. Gut. Danke. Boah, fuck. Ich komme durcheinander. Boah, ist das ekelhaft. Dass ich so schlecht bin. Voll. Es geht also wieder los. Wir sterben. Und du schaust mir dabei zu und lächelst dabei. Super. Oh, das ist ein echt schlechtes Gefühl. Klar, ich habe die Schwierigkeit wieder auf schwer gestellt, aber ich bin keine Pussy.
Alter, was ist los? Wie schlecht war das denn? Motorkontrollleuchte? Wie, ist das gut oder ist das schlecht? Im Normalfall ist es schlecht. Oh. Ich muss sagen, es ist wild. Es ist sehr wild. Manchmal auch ein bisschen, habe ich das Gefühl, wilder als das Originalspiel. So von der Action her. Das ist nicht für Anfänger, würde ich sagen. Da möchte man schon so Alex-Veteranen ein bisschen fordern. Nur zu. Alex ist kein Spiel, das ich nicht meistern könnte. Und wenn man so ein Setting hat wie Bioshock, da ist man doch stets gerne dabei. Big Daddy haben wir jetzt noch nicht gesehen. Auf zu husten. Sonst kommt Jeff. Looks like you'll have to climb. Whoa. Oh, jetzt müssen wir auch noch klettern. Okay, sonst ist hier nichts. Ich will ja nichts vergessen hier. Okay, dann klettern wir hoch. Speichern aber davor. Easy. Los, nicht runterfallen. Oh. Eins. Nein. Und tschüss. Ich hoffe, das fliegt jetzt runter. Na, wo könnte es runterfallen? Wenn es springt? Oh, blauer Halse. Komm. Spring durch. Ja, komm. Ja. Easy. Ist da noch mehr? Ich glaube nicht. Ist das dein Ernst? What? Oh, ich war noch nie dem Tode so nah. Jetzt gerade eben. Polymer. Ich glaube, Polymere braucht man trotzdem. Oh, come on, das ist ja nicht mal was. Das explodiert. Scheißding, lebst auch noch weiter. Bringst mir gar nichts. Bringt mir auch nichts. Lag da nicht Munition? Müll, ganz viel Müll. Keine Munition. Ich glaube, das ist doch verbranntes Zeug, oder? Ach, ich will es gar nicht wissen. Auf jeden Fall brauche ich Energie. Kann man da... Da steht einer davor. Das machen wir noch nicht. Ja, wir brauchen es. Was ist das? Mal kurz die Tür auf hier. Dort ist nämlich nichts mehr. Oh, doch. Hört man. Nur den Namen weiß ich gerade nicht. Komm, hier. Schau, die Munition, okay. Wahrscheinlich ein Indiz dafür, dass gleich die nächste Waffe kommt.
Na, komm. Wir speichern, sicherheitshalber. So, was haben wir denn hier? Erstmal Charlie-Munition. Try to come back now, you piece of shit. Try to come. Aha! Dahinter. Du verarschst mich nicht. Und reingehen kurz. So. Und dann gehen wir jetzt rein. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch? Okay, los geht's. Well, it's nice to finally meet you face to face, Mrs. Vance. Now, hello. I found my own way of transportation here, but I'll keep you informed and as safe as possible. Hä? Alex, is that yeah. a shotgun? Whoa. Would you kindly pick it up? Whoa. Ging das nochmal. Last four. So. Jetzt geht's ab. Können wir die Maske tragen? Jawohl, können wir. Bringt mir nur nichts. Also, von der ganz nah ran und zack! One-Header. Und der nächste bitte. Na komm! Willst du mal dran schnuppern? Wunderschöner Geruch von Tod! Ein bisschen Munition verschwendet. Aber so ist das nun mal im Waffenbusiness. Oh, ich dachte, es wäre eine Kiste. War es nicht. Pick up audio to start sound. Ja. Oh, das kennt man! Aber es ist ein bisschen abgeändert. Oder? Nee. Oh shit. Ist es dein Ernst? Ernsthaft? So, diesmal ganz ruhig. Die warten schon da unten. Auf das Empfangskomitee. Okay, sie haben mich doch nicht gesehen. Wo ist es jetzt hin? Aber muss ich die umbringen überhaupt? Komme ich da überhaupt hin? Ach, bestimmt. Also, los geht's. Boah. Ist er down? Nee, er ist nicht down. Three more. Das geht's doch nicht. Oh, nee. Ich hasse diese Dinger. Stirb doch einfach. Ey, ist nicht dein Ernst. Ich hab nichts mehr.
Kann nur blind runterschießen. Greg, scheiße. Wehe, da unten ist nichts, was ich brauche. Mein Herz bumbert. Und da ist es, gell? Da unten hast du dich versteckt. Drecksteil da hinten. Glitch. Ja, die Reichweite ist weg. Oh nein, noch einer. Immerhin sind diese wunderhübschen Teile auf meiner Seite, denn sie machen nichts. Mein Herz bumpert. Nee, da hat er ja die Tür zugemacht. Oh, Wilson. Ah, an atom slug. This is the reason people got addicted in the first place. Besides getting blasted, this is also good for boosting your health. But be careful. Sometimes it'll attract unwanted attention. Okay, mehr gibt's nicht. Get lucky, only three tries. Okay. Oh Mann, William. Nee, wir machen's anders. Ihr wollt bestimmt wissen, was da draußen jetzt passiert. Ich auch. Aber ich habe nur noch... Ich habe gar nichts mehr. Ich bin sowas von dead. Deswegen, machen wir das beim nächsten Mal. Denn es wird eine zweite Folge geben. Das wird nicht das Ende sein von Rapture. Und ich bin gespannt, was uns erwartet. In der Alex-Welt, beziehungsweise mit der Alex-Mod-Kompatibilität, wird das bestimmt Next Level. Da ist hinten das Licht, dürfen wir nicht vergessen beim nächsten Mal. Abzuatmen. Im Spiel bumpert mein Herz genauso wie jetzt, denn mir hat es sehr gut gefallen. Actionreich auf jeden Fall, wie man es von Alex gewohnt ist. Aber in der Welt von Rapture bzw. Bioshock, also sprich Bioshock in VR, ist möglich und sieht auch gut aus. Combines statt Splicer, aber ein kleiner Schritt. Und ich denke mal, wenn wir irgendwann zu Part 2 kommen, wird sich auch einiges ändern. Bis jetzt top zufrieden und ich möchte weiterspielen. Deswegen hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, wir besuchen Rapture in VR über Half-Life Alyx. In diesem Sinne, euer Nerd Fox. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.